Ziele nicht mit der Hand. Wer mit der Hand zielt, hat das Angesicht seines Vaters vergessen. Ich ziele mit dem Auge. Ich schieße nicht mit der Hand. Wer mit der Hand schießt, hat das Angesicht seines Vaters vergessen. Ich schieße mit dem Verstand. Ich töte nicht mit meiner Waffe. Wer mit seiner Waffe tötet, hat das Angesicht seines Vaters vergessen. Ich töte mit dem Herzen. Schwarz von Stephen King sprechen. Das Ganze ist der erste Teil der Dunklen Turm-Reihe, die 8 Bände beinhaltet und alle schon in den letzten Jahren erschienen sind. Und ja, das Ganze ist im Heine Verlag erschienen, kostet neu 9,99 Euro und hat 316 Seiten. So viel zu den Eckdaten. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere es schon mitbekommen, dass das Buch verfilmt wurde, endlich, nach all den Jahren. Es gab so viele Fans, die sich schon auf den ersten Teil gefreut haben, auf den Dunklen Turm, als Film. Und jetzt ist es soweit und anhand dieses Filmcovers könnt ihr es auch erkennen. Und ja, es wurde jetzt auch mittlerweile mal Zeit, dass ich als riesengroßer Stephen King-Fan auch im Genuss dieser Reihe komme. Und nochmal ein großes Dankeschön an den Heine Verlag, dass sie dies möglich gemacht haben. Denn ich habe das Ganze als Rezensionsexemplar erhalten und bin froh, dass ich das Ganze jetzt lesen konnte. Und ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt einfach mal etwas zum Inhalt. Und zwar ist, wie gesagt, dieses Buch hier der Auftakt einer 8-bändigen Reihe. Ja, es geht in diesem Buch hier um den Revolvermann Roland, der, so viel erfährt man in diesem Buch, hinter einem bestimmten Mann her ist. Und zwar den Mann in Schwarz, wie er sich nennt. Und dieser hat vor, etwas absolut Schreckliches zu tun. Er ist nämlich hinter dem Dunklen Turm her. Und genau dahin macht sich der schwarze Mann auf, genauso wie Roland, der ihn aufhalten möchte. Der Dunkle Turm ist so das Zentrum dieser apokalyptischen Welt. Es ist eine besonders düstere Welt, die ja so am Abgrund des Untergangs steht, kann man sagen. Und es hat jede Menge Wüsten, erfährt man so im ersten Teil. Natürlich breitet sich das Ganze noch weiter aus in den folgenden Bänden. Denn Roland erlebt noch mehr auf seiner Reise. Das erfährt man aber dann später in den weiteren Bänden, wie ich gehört habe. Und ja, hauptsächlich geht es wirklich darum, dass Roland diesen Mann in Schwarz verfolgt und ihn aufhält, denn der Mann in Schwarz hat vor, den Dunklen Turm zu zerstören, und sollte ihm dieses gelingen, dann ist es auch mit der Welt vorbei, denn dann werden alle Welten zerstört, sollte der Turm jemals fallen. Ich würde jetzt gar nicht so viel zum Inhalt sagen, denn es geht wirklich nur darum, was Roman auf seiner Reise erlebt, wie er den schwarzen Mann aufhält und so weiter und so fort. Und da dies der Auftakt einer Reihe ist, passiert schon etwas, aber es ist halt nur so, dass man in diese Welt hineingeführt wird, dass man so nach und nach erfährt, worum es eigentlich geht, wie es mit Roland weitergeht und so weiter und so fort. Und ich fand für den Auftakt einer Reihe dieses Buch sehr gelungen. Ich finde auch, dass man vielleicht dieses Buch lieben kann, wenn man kein Fan von Stephen King ist. Denn Stephen King schreibt ja, dass seine Bücher sehr, wie soll ich sagen, ausführlich und hat einen sehr langatmigen Schreibstil, was natürlich auch vielen nicht gefällt. Ich muss sagen, mich stört das nicht. Ich mag Stephen Kings Schreibstil sehr, sehr gerne. Aber in diesem Buch ist das nicht so. Also er hat sich denn sehr kurz gehalten. Es war sehr spannend geschrieben. Man war eigentlich sofort in dieser Welt drin. Es hat mir sehr gut gefallen, wie er diese Welt dargestellt hat. Was ich auch mag, ist das, was in den folgenden Bänden passieren wird. Denn Stephen Kings Epos nennt er diese Reihe.
ist ja, dass er seine Bücher alle miteinander verbindet, besonders durch den dunklen Turm. Denn man findet hier immer wieder Anspielungen auf seine anderen Werke, vor allem The Stand, Shining und noch viele andere Werke werden mit dieser Reihe verknüpft. Und ich kann es kaum erwarten, weiterzulesen und diese ganzen Parallelen zu entdecken. Aber das werde ich dann tun, wenn ich den zweiten Band lese. Erstmal hat mir das Buch sehr, sehr gut gefallen und hat von mir jetzt schon 4 von 5 Sternen bekommen und ich kann es kaum erwarten, weiterzulesen. Und natürlich freue ich mich darauf, jetzt auch den Film entdecken zu können. Und ja, damit ist alles zu diesem Buch gesagt. Habt ihr vielleicht schon den Dunklen Turm gelesen? Wie hat er euch gefallen? Habt ihr den Film schon gesehen? Dann lasst mich das in den Kommentaren wissen, das würde mich mega interessieren, ob ihr genauso begeistert vom Dunklen Turm seid wie ich oder nicht. Und ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, das war's und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!